Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Yoshi's Woolly World weiter. Wir befinden uns mittlerweile in Welt 2.6, der feurige Blark-Vulkan. Blark. Schnuffel hilft dir. Für nur 500? Ich kann Schnuffel jetzt in jede Welt mitnehmen, oder was? Finde ich ja schon ein bisschen... Naja, ob das immer eine Hilfe ist, sei mal dahingestellt. Aber ich finde die Idee interessant. Aber kostet auch nur 500? Irgendwas? Irgendwas ist da komisch an diesem Trickanstecker. Naja, egal. Schnuffel! Schatz, auf, ich lieb dich? Nein, ich weiß nicht genau, was da stand. Es sah seltsam aus. Ui, eine wunderbare Vulkanwelt. Das sieht so komisch aus. Wie so ein riesiger Wollschal, der da irgendwie... Ich glaube, es soll auch einfach nur so ein Schal sein. Aber es ist halt ein roter Schal, deswegen ist es Lava. Der da von hinten halt so herunter... gerollt wird, abgerollt wird, wie auch immer. Na gut, okay. So, neues Video, neues Glück. Beim letzten Mal bin ich nicht wirklich dazu gekommen, ein Thema anzureißen, was ich ganz kurz anreißen wollte, deswegen... Okay, versuchen wir es nochmal. Also, ich hatte beim letzten Mal ein ganz klein bisschen versucht, über Rocket Beans zu sprechen. Kann man kennen, muss man aber nicht. Wenn man es nicht kennt, tut's mir leid. Ja, gut, okay. Macht euch halt schlau, mein Gott, muss ich alles erklären. So, neues Format lief jetzt also letzten Freitag bei denen an. Neue Staffel Pen and Paper, ganz toll, lieben wir alle. Okay, lieben wir alle ist halt so eine Frage. Denn was mir dabei so aufgefallen ist, aber was ich auch des Öfteren so ganz klein bisschen beobachtet habe, auch bei so manchem, wow, bei so manchem, ja, großen YouTuber, nicht mal, muss nicht mal zwangsläufig YouTuber sein oder wie auch immer. Aber was mir halt wirklich so manches Mal einfach aufgefallen ist, kann ich dich... Au! Ich hatte gehofft... Ach so, ich muss dich einfach mehrmals treffen. Ja, sag mir das doch einer. Damals auf dem Super Nintendo hat noch ein Treffer gereicht. Verarsch mich doch nicht. So. Ich weiß doch eigentlich, wie das funktioniert. Hi, was seid ihr denn für welche? Ups. Ich möchte euch von hinten aufschlecken. Das klang jetzt auch gut. Egal. So, ja, Rocket Beans, blub, ist so eine Beobachtung einfach, die ich mache. Bei so gewissen Sachen, die so eine gewisse Reichweite haben, da, und die vielleicht teilweise auch durchaus ein bisschen kontroverser diskutiert werden könnten oder so, aus welchen Gründen auch immer, ich weiß nicht mal, warum man Pen and Paper irgendwie großartig kontrovers diskutieren muss, aber okay, manche Leute machen da irgendwie eine Wissenschaft draus, es ist, ich finde es so unfassbar schade, wie es quasi gesehen so ein ganz klein bisschen einfach ausgenutzt wird, wenn so Beteiligungen der Community, einer Community einfach stattfinden und es einfach ausgenutzt wird, dass teilweise so ein ganz klein bisschen auch Stunk mit reinzubringen, beziehungsweise eben so ein bisschen... Wir haben uns ja schon mal, also Trizer und ich haben uns ja schon mal in meinem letzten Mario Kart 8 Part so ein ganz klein bisschen drüber ausgelassen, über die Internetkultur an sich und wie viele Leute es einfach nicht schaffen, im Internet so ein ganz klein bisschen einfach so einen, ja, einen gewissen normalen Ton zu bewahren. Sondern stattdessen ist es wirklich gang und gäbe geworden, wenn einem irgendetwas nicht passt, das dann wirklich lautstark in die Welt hinaus zu brüllen, auf absolut unsachliche und dämliche Art und Weise. Und das finde ich einfach so unfassbar schade, weil das so unfassbar viel einfach kaputt macht. Und da kann man dann auch nicht mehr von einer normalen Gesprächskultur reden oder so. Wow. Okay. Da habe ich jetzt aber wirklich scheiße gespielt. Da kann man auch nicht wirklich von einer Gesprächskultur reden oder so und dann auch nicht so nach dem Motto, ja, mit Kritik verbessern wir uns dann ja schon, deswegen ist es ja irgendwie ganz nett, dass ihr uns das schreibt und sagt und wie auch immer. Nee, es ist dann teilweise wirklich einfach nur destruktiv. Destruktiver Quatsch, den keiner Sau interessiert und der einfach nicht, ja, keine Ahnung, der keine Sau interessiert. Was einfach nicht gesagt werden muss oder so. Also bin ich zumindest der Meinung. Und ich kann's. Ich sehe es dann halt einfach so unfassbar ungerne, wenn andere Menschen dann zwangsläufig unter so etwas leiden, wie auch immer. Weil sie sich halt gewisse Dinge dann eben doch zu Herzen nehmen, gewisse Kritik.
Was aber teilweise echt einfach unangebracht ist, weil sie es sich nicht zu Herzen nehmen müssten. Weil viele Dinge einfach so ein bisschen unbedacht ausgesprochen werden. Einfach, die werden dann schnell mal so erwähnt, weil es geht ja ganz schnell so über Twitter, hier 140 Zeichen, da kann man ja ganz schnell mal seinem Unmut, seiner Wut, da kann man sich mal Luft machen, aus welchen Gründen auch immer. Ob berechtigt oder unberechtigt, sei mal dahingestellt. Man kann auch einfach mal witzig sein, obwohl es vielleicht meistens gar nicht so witzig ist. Und das funktioniert halt momentan oder mittlerweile alles so super schnell und einfach. Und es ist nicht gerade förderlich für nichts. Für keinen Schaffensprozess dieser Welt ist es wirklich förderlich, wenn man allenthalben unter Umständen gesagt bekommt, das, was da gerade gemacht wird von euch, ey, das finde ich voll scheiße. Und ja, das ist halt einfach doof und macht mich auf eine gewisse Art und Weise einfach traurig und wütend, wie gesagt, wenn ich das irgendwie bei anderen Leuten mitbekomme. Wow, ich bin... Also irgendwie, entweder ist diese Stelle hier gerade echt mega schwer oder ich stelle mich einfach nur extrem an. Ich weiß es nicht. Hupsdi-dups. Humpty-dumpty. Und so weiter und so fort. Oder auch, keine Ahnung, wenn ich das bei Streamern einfach mitbekomme. Wenn sie sich irgendwie mit jemandem herumärgern müssen, der da in ihrem Chat für so ein ganz klein bisschen Stunk sorgt, beziehungsweise halt es genau weiß, irgendwie Kommentare so zu verpacken, dass sie nicht wirklich banwürdig sind in dem Moment, aber auf eine gewisse Art und Weise sind sie halt unfassbar verletzend in dem Moment und bringen einfach nur eine gewisse Unruhe in die Sache herein. Und ich finde das halt einfach unfassbar schade. Ich mag das nicht, wenn Menschen irgendwie so aus so vollkommen unwichtigen, wow, so unnötigen Sachen heraus, wenn Menschen einfach so fertig gemacht werden. Das geht mir persönlich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise nahe. Und dann, ja, keine Ahnung, habe ich immer selber ein total schlechtes Gefühl irgendwie und weiß nicht, ich mag das halt einfach nicht. Bups. Kann man aber, glaube ich, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehen, oder? Sollte jeder normal denkende Mensch eigentlich nachvollziehen können. Kritik ist ja schön und gut, ist alles in Ordnung. Wenn einem gewisse Formate bei gewissen Videoerstellern nicht gefallen, dann ist es halt vollkommen okay und dann kann man das natürlich auch sagen. Aber es soll halt wirklich alles irgendwie so... Es sollte alles im Rahmen bleiben, damit man einfach ein gutes... Damit man einfach ein gutes Gefühl hat, wenn man selber derjenige ist, der sich das Ganze dann eben angucken darf, anhören darf, wenn man derjenige ist, der das Ganze eben produziert. Upsala! Okay, zwangsläufig jetzt auch nicht. Wie gesagt, das klingt vielleicht ein bisschen auch zu kuschelig oder so, ne? Ich kann das halt alles schon so ein bisschen nachvollziehen, was Kritik und so weiter angeht, aber es ist oftmals leider einfach too much im Internet. Und das ist halt wirklich extrem schade. Und gefällt mir nicht wirklich. Und dass ich die Welt hier so unfassbar schlecht gespielt habe, gefällt mir auch nicht so wirklich. Verdammt wenig Lebensenergie? Habe ich aber trotzdem alle Woldinge eingesammelt? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Doch, ich hatte alle Woldinge eingesammelt. Ist ja erstaunlich. Und auch alle Stempel. Wo habe ich denn die letzte Blume übersehen? Die Mittelblume. Ja gut, und das mit der Lebensenergie? Da waren ein paar knifflige Passagen jetzt echt dabei. Das kann mir keiner erzählen. So viele Feuerfontänen. Ich habe auch versucht, ein bisschen zu schnell zu spielen. Ich glaube, das war mein Fehler. Vielleicht war ich auch ein bisschen zu sehr abgelenkt, weil ich irgendwie versucht habe, auf so ein Thema hinzuweisen, was mir persönlich wichtig ist. Aber okay. Vulkan-Yoshi wurde wieder zusammengehäkelt. Ach nee. Warum sind diese ganzen thematisch passenden Yoshis eigentlich alle genau kurioserweise in dieser Welt abgestürzt? Kann auch keiner so richtig erzählen, oder? Als ob Kamek da einen regelrechten Plan verfolgt hat. Hat er aber eigentlich nicht. Naja, egal. So, wir bräuchten auch jede Menge Blumen, damit wir da irgendwie rein können. Auf die Spezialwelten bin ich ja echt gespannt. Ob die irgendwie eine große Herausforderung darstellen oder nicht. Gut. Jetzt bin ich verblüfft. Jetzt bin ich verblüfft aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt quasi gesehen eine Welt geschafft haben und... Ach komm, ist jetzt egal. Wir machen Welt 7 noch hinterher. Die Pyramide. Das ist so ein O, oder? Ich glaube, das soll darauf hinweisen, dass es da drinnen heiß hergeht.
ist schon in Ordnung. Ja, ich bin jetzt bei unter 10 Minuten geblieben bei dieser Welt. Hallo, also da werde ich jetzt ja wohl noch eine kleine Welt hinterher machen können. Welt 2.7, heftig. Na, da bin ich jetzt mal gespannt, ob der olle kleine Vulkan-Yoshi... Oh Gott, seid ihr niedlich. Die haben so ein Pharao-Tuch auf dem Kopf. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ein Pharao-Schleier. Keine Ahnung. Das sieht voll süß aus. Oh. Aha. Aha. Es ist absoluter Fake, dieses Dingensbummens. Das sind Mumien-Shy-Guys. Wow. Okay, die tauchen immer wieder von neuem auf. Ich bin fasziniert. Gebe ich unumwunden zu. Könnte Spaß machen, das Ganze hier. Bin gerade am Überlegen, ob ich so vielleicht... Ja. Aha. Interessant. Blups. Und so kriege ich sogar meinen ersten Stempel. Na gut. War dann ja nochmal gut, dass ich geguckt habe. Okay. Ein Pyramiden-Setting also. Mit, was bist du? Fledermaus? Ja. Eine kleine Fledermaus. Die... Hab gerade überlegt, ob sie sich vielleicht in eine Feuerfledermaus verwandeln kann. Wenn man sie lässt. Genauso auch... Ah. Ah. Cool. Wir können das... Ah, wir können die Dinge auch wieder anzünden. Interessant. Wir können das Feuer also... Wir können also Feuer essen. Das ist cool. Die Dinger entzünden sich auch wieder selber. Na gut, das Feuer ist ja im Endeffekt auch nur Wolle, ne? Von daher ergibt das natürlich total Sinn. Kann ich... Ne, die Dinger sind ja im Vordergrund. Das passt nicht so ganz. Irgendwas ist doch hier noch auf der rechten Seite. Aha. Das ist lustig und schön. Gut. Ja, ab in die Röhre, ne? Pyramiden sind ja meistens dafür bekannt, dass hier besonders viele Dinge besonders gut versteckt sind. Ich bin mal gespannt, ob das hier ähnlich sein wird. Boing. Ah. Warum bekomme ich so verdammt viel Lebensenergie hier? Das macht mir Angst. Aha. Links, rechts, geradeaus. Was zum Teufel? Okay. Seht ihr diese Tür dort hinten im Hintergrund? Es ist nicht gerade pyramidal, pyramidastisch. Nicht gerade so, wie man es auch von einer Pyramide kennen sollte, könnte, wie auch immer. Aber... Oh, hier kann ich nicht reingehen. Na gut, aber ich gehe mal davon aus, wenn ich die andere reingegangen wäre, wäre ich auch noch hier wieder rausgekommen. Ja, sieht nicht gerade so aus, wie man es von der Pyramide vielleicht vermuten würde. Aber mich deucht, dass wir dort hinein wollen. Und dafür muss ich jetzt diese vier Wege abklappern. Na gut. Dann bin ich mal gespannt, was man hier alles so erledigen kann. Man könnte hier zum Beispiel in diese Röhre hineingehen. Will ich in diese Röhre hinein? Keine Ahnung. Probieren wir es einfach mal aus. Aha. Was seid ihr hier? Ihr steht hier einfach nur so rum. Ihr seid vielleicht mal wichtig gewesen in einem früheren Leben. Ach so. Flupp. Ist es? Nee. Ist die vierte. Na gut, okay. Muss jetzt nichts heißen? Oh, hier geht's auch noch lang. Okay. Muss nichts heißen. Hehehehe. Ich mach mir ein bisschen Sorgen. Aha. Okay, interessant. Na gut, zumindest haben wir jetzt schon mal drei solcher Wollknäuel eingesammelt. Ach so, jetzt bin ich direkt auf der anderen Seite wieder rausgekommen. Wollte ich das so? Ich weiß es nicht. Ich wundere mich aber trotzdem noch ganz ein bisschen. Das kommt doch dann mit den vier Schlüsseln nicht hin, oder? Oder sehe ich das Ganze jetzt ein bisschen verkehrt? Wow. Glück gehabt. War ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher, ob das tatsächlich so klappt, aber okay. Und mehr Lebensenergie. Gut. Dann bin ich jetzt schon mal ein wenig beruhigt. Hoffe, dass sich hinter dieser Tür irgendwas Tolles befindet. Wie zum Beispiel... Ja gut, was wird man hier wohl machen müssen? Flup. Vielleicht ja sowas in der Art. Flup. Yay! Ta-ta-ta-ta. Genau. Die Flamme der Vernunft, die war ja ein relativ eindeutiges Zeichen,
dass man hier etwas Konkretes machen muss. Wobei es ja auch hätte sein können, dass man den Teppich einfach hätte wegbrennen müssen oder so. Wäre ja auch gegangen, theoretisch. Wenn die Entwickler gewollt hätten. Das war dumm. Warum bin ich jetzt nicht sofort gestorben? Weil ich auf die Stacheln drauf bin? Das verstehe ich jetzt nicht, aber ich bin sehr froh und glücklich darüber, dass ich nicht sofort gestorben bin. Vielleicht, weil ich volle Lebensenergie hatte oder so. Ich habe keine Ahnung. Gut, jetzt gehen wir nochmal hier links entlang. In der Hoffnung. Hui. Ah. In der Hoffnung. Ups. Das ist eine verdammt gute Idee jetzt. Mittlerweile kannst du ja... Wow. Wie auch immer ich das geschafft habe. Mittlerweile kann es ja ab und zu anscheinend vorkommen, dass die Kristalle relativ schnell sich verkrümeln, was ich blöd finde. Zumindest hatten wir jetzt ab und zu mal so einen Schalter. Deswegen beeile ich mich mal lieber dann doch wieder, wenn ich solche Dinge einsammle. Das war so herrlich entspannt in den ersten paar Leveln. Aber jetzt überhaupt gar nicht mehr. Die Blöcke da auf der rechten Seite waren natürlich interessant, aber egal. Oh, ja, was bist du denn? Irgendwie etwas, was man gebrauchen kann. Ja, und du entzündest dich wieder auf charmante Art und Weise. Und damit komme ich dann also auch an diesen Schlüssel hier heran. Wuhu. So, kann man irgendwas anderes mit euch tun? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Vorhin bei der Levelauswahl, als wir in diese Pyramide reingegangen sind, da war auch ein Miiverse-Beitrag, der mich ein bisschen stutzig gemacht hat und der mich jetzt auch gerade so ein ganz bisschen gedanklich beschäftigt. Es ging dabei um das zweite Wollknäuel, was ich jetzt in dem Moment auch noch nicht eingesammelt habe. Entweder ist es tatsächlich ein bisschen besser versteckt oder ich bin einfach unfassbar unaufmerksam, wenn ich hier so entlang gehe. Es ist erstaunlich, dass wir da unten ja eigentlich Wollknäuel Nummer 3 und 4 direkt gefunden haben. Man sollte doch annehmen... Was ist da? Gar nichts. Man sollte doch annehmen... Ja, keine Ahnung. Dass man... Das macht. Dass man relativ einfach dahin kommt. Dup, di, dup, 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 dup. Okay. Ich brauche die Hilfe der Fledermaus. Ich brauche die Hilfe der Fledermaus. Ich brauche die Hilfe, ich brauche die Hilfe, ich brauche die Hilfe der Fledermaus. Ist Nummer... Nein, ist Nummer 5. Wow. Okay. Ich bin wirklich verblüfft. Fasziniert. Dass ich hier um meine Belohnung gebracht werde. Weil ich nicht verstehe, wo denn bitteschön hier... Wo denn bitte schön hier das olle kleine letzte Wollknäuel sein soll. So, was haben wir hier? Moment, weiß ich sonst nichts. Wehe, die Kristalle auf der rechten Seite sind jetzt weg, nur weil ich mich hier nochmal umgeguckt habe. Nein, sie sind noch da. Das war jetzt nur für einen Stempel? Ach Gott. Und ich darf wieder raus und reingehen. Weil ich glaube... Ach, das war der Rückweg auch. Ich bin so dumm. Ich hätte erstmal durch die Tür gehen sollen, um den Schlüssel einzuheimsen. Ja. Au! Ja, Yoshi, dann... Ah, oh, da. Ich meine, man bekommt hier schon an jeder zweiten Ecke Herzen geschenkt und so, aber ich sollte es dann halt doch nicht oft übertreiben. Wer weiß. Jetzt im Folgenden sind sie dann wahrscheinlich nicht mehr so gnädig. Und dann bekomme ich hier... voll irgendwie auf die 12 von den Entwicklern, weil die sich so denken, nö, ja. Wir machen das Ganze jetzt mal ein bisschen anders. So, kann ich das so machen? Kann ich das so machen? Kann ich das so machen? Hätte man sich beeilen müssen? Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber egal. So hat es jedenfalls ohne Probleme funktioniert. Auf dieses Flammenfeature waren sie aber irgendwie total stolz, dass man hier alles entzünden kann. Und dass man so auf diese Weise ein, zwei schnuffige Rätsel lösen kann. Gut. Ja, aber wenn jetzt hier zum Beispiel Nummer 5 war, dann müsste ja eigentlich so vom reinen Prinzip her hier auf der rechten Seite oben irgendwo Nummer 2 sein. Das wäre
Das wäre doch nachvollziehbar, oder? Hier vielleicht irgendwas? Hm. Zumindest nicht im ersten Moment. Lups. Hilfe. Muss man sich ein bisschen beeilen. Und darf nicht plötzlich seine eigene Plattform wieder entzünden. Ja, so, da haben wir wieder meine Lebensenergie. Dann holen wir uns jetzt wieder unseren Schlüssel. Und stehen dann vor dem Problem, dass meine Theorie nicht aufgeht. Zumindest was... Ha. Zumindest was mein Wollknoll angeht. War das jetzt kompliziert oder schwer? Oder hätte ich da jetzt irgendwie... Irgendwie habe ich den letzten Kniff vermisst. Was passiert denn, wenn die Flamme da überhaupt drauf geht auf das... So hätte es wahrscheinlich auch entzündet, oder? Ah, und so geht's wieder kaputt. Aha. Okay. Na gut. Der Raum war vielleicht dann doch ein bisschen... Er war komplizierter gedacht, aber hat nicht so wirklich funktioniert. So wie er hätte funktionieren sollen. Glaube ich. Hm. Ich glaube, dass es dort oben links theoretisch reingeht. Ja. In der Theorie funktioniert alles. So. Achso, meine ersten Blumen habe ich auch übersehen und so. Ja, es lief dann ja mal wieder wunderprächtig. Wäre hier auf der... Scheiße. Ups. Auf der rechten Seite noch irgendwas gewesen? Nee, wir sind hier eigentlich lang gegangen. Ach, Mann. Pyramiden. Oh. Oh. Ja, gut. Okay. Auf sowas muss man dann natürlich auch erstmal kommen. Ich gehe nochmal in den Untergrund und guck nochmal. Das kann doch nicht... Das kann doch nicht. So wie er hier ist. Na gut, okay. Hatten wir ja eigentlich schon geholt. Hier war ja ein Wollknoll. Bin ich einigermaßen zufrieden mit. So, hier ist ein Checkpoint. Und sonst nix? Ja, das wollte ich mir echt damit sagen. Den habe ich eigentlich auch viel zu früh aktiviert. Stellt euch mal vor, ich sterbe jetzt. Dann hätte ich ein klitzekleines Problem. So, und was ist mit euch hier? Wunderbar lustige kleine Shy Guy. Tut er nicht Amun Boyband? Die stehen hier auch einfach nur so rum. Wie bestellt und nichts abgeholt. Wie bestellt und nicht abgeholt. So geht das Sprichwort. Genau. Gut. Ich habe keine Ahnung, wo das letzte Wollknäuel ist. Ich habe es verpasst. Ich bin schlecht. Wo bin ich jetzt hier? Das sieht aus wie der Checkpoint-Raum. Warum kann man hier links und rechts gehen? Was wäre jetzt der richtige Weg gewesen? Warum habe ich den Eindruck, dass das Ganze hier blöd werden könnte? Moment. Gehe er weiter nach links. Noch sind die Räume anders. Alles in Ordnung. Aha. Will ich hier rein? Oder will ich erstmal weitergehen und gucken? Aha. Moment. Das ist eine Endlosschleife, oder? Durch die Tür bin ich reingekommen. Ja, ja, Checkpoint und so weiter und so fort. Ja, da, doch. Okay. Ich begreife. Ich begreife dies sehr doll. Hätten sie aber irgendwie ein cooleres Rätsel draus machen können. Was bist du denn? Moment. Ach so. Ach so, ich dachte erst, der Boden bricht unter mir zusammen oder so. Aber so ist ja. Wenn's nur der olle kleine Fahrstuhltrick ist, auf den Fahrstuhl sind die von Nintendo irgendwie so verdammt stolz. Also, bei New Super Mario Bros. Bringen sie das in jeder Regelmäßigkeit irgendwie bei dem Eistempel, Eisburg-Dingens, wie auch immer. Und jetzt machen sie hier sowas in der Wüste. Na gut. Abwechslung wird groß geschrieben, oh ja. Statt in der Eiswelt, dann jetzt eben in der Wüstenwelt. Hm. Kann ich durchaus, ja. Ja, wenn sie den meinen, dann ist das so. So, okay, das fand ich jetzt ein bisschen doof, dass ich da nicht alles eingesammelt habe. Und ich ärgere mich dementsprechend zu Tode und kann nur hoffen, dass ich da jetzt trotzdem alles eingesammelt habe. Flupp. Aha. Das hätte man komplett anders machen müssen. Das war jetzt auch nur suboptimal. Wow, Mann, die übertreiben es jetzt aber. Nur damit man hier zum Schluss nochmal an die allerletzten Stempel rankommt. Hilfe? Nein! Wow. Okay.
Zumindest die Blume eingesammelt. Hopsala. Ich bin frei. Ich habe die Pyramide hinter mir gelassen. Warum will ich da hoch? Ich weiß es nicht. Warum will ich hier links rein? Warum kann ich nicht einfach zufrieden damit sein, dass ich ein Level abgeschlossen habe? Weil ich ihn nicht zu meiner vollen Zufriedenheit abgeschlossen habe. Ich bin unzufrieden. Und das Video ist verdammt lang geworden. Aber okay. Kann dann halt mal passieren, dass ich dann mal zwei Level mache. Und kann ich ja nicht wissen, dass das dann auf einmal so umfangreich wird. Ja, die zweite Blume übersehen und das zweite Wollknäuel. Also irgendwas auf dem Weg. Keine Ahnung, so viele Räume waren doch da gar nicht. Wo hätte noch was sein müssen? Verstehe ich nicht. Ja, da ist nochmal der Miiverse-Beitrag, der mich stutzig gemacht hat. Sehr, sehr seltsam, aber okay. Das Spiel. Das ist schon ein Spiel. Du hast 82 Stempel auf Näher gefunden und erhältst dafür neue Stempel. Das ist stempeltastisch. Und damit geht es weiter zur wundervollen Burg, die wir dann auch mit Vulkan-Yoshi, ich glaube, bestreiten dürfen. So, sieht nach einem putzigen Endgegner aus, den ich nicht kenne. Aber das gucken wir uns tatsächlich erst beim nächsten Mal an, wenn es weitergeht mit Yoshis Woolly World. Ich sag für den Moment dann erstmal wieder Tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.